Dr. Dilek Gürsoy ist die erste Frau in Europa, die ein vollständiges künstliches Herz implantiert hat. Und wir haben etwas gemeinsam. Wir sind beide Kinder von Gastarbeitern. Vor wenigen Tagen hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit meinen Kolleginnen ein Interview mit ihr zu führen. Dilek hat sich als eine unglaublich sympathische und positive Person herausgestellt. Sie erzählte uns von ihrer Laufbahn als Ärztin und ihren Erfolgen, die sicherlich viele inspirieren werden. Ich bin halt tatsächlich 2012 die erste Frau in Europa gewesen, die ein totales künstliches Herz das erste Mal implantiert hat. Ich bin jetzt keine Professorin oder kein Professor mit weißen Haaren und weißem Kittel, sondern halt ne, die Dilek Gürsoy, ein Gastarbeiterkind, die wirklich in der Medizin Sachen macht, Gott sei Dank, die für die Patienten förderlich ist. Aktuell arbeitet Dr. Dilek Gürsoy daran, ihre eigenen Kliniken mit einem kardiologisch-herzchirurgischen Schwerpunkt zu etablieren. Dies ist als Einzelperson keine leichte Aufgabe. Sie hat uns auch ihre Räumlichkeiten gezeigt und ihre Pläne für die Zukunft vorgestellt. Jeder kann schon mit einer Spende von 10 € zu diesem Projekt beitragen. Schaut am besten